Wiener Konzerthausvereinigung, dann auch des Niederösterreichischen Sängerbundes und Chormeister des Wiener Schulgartums, mit dem er auch viele internationale Reisen unternommen hat. Und der Wiener Schulgartbund ist unter seiner Ägide dann, hat er international Anerkennung erfahren. Er wurde mit vielen Orden ausgezeichnet, damals noch vom Kaiser, internationale und nationale Orden, und hat aber sich dann, wollte er sich aus dem Wiener Stadtleben zurückziehen und ist immer wieder ins Waldviertel gefahren, aus dem er, aus der Ruhe und der schönen Landschaft hat er irgendwie Inspiration geschöpft. Und dann ist der Zufall hin zu Jute gekommen und in Zwettl sind in der Brühl einige Häuser gebaut worden. Das hat er zum Anlass genommen, sich eines dieser Häuser zu kaufen und hat dann jahrelang hier in Zwettl gelebt. Und im Garten hatte er sein Komponierhäuschen, wo er ungestört komponieren konnte. Leider habe ich meinen Großvater nicht mehr kennengelernt, weil er lange vor meiner Geburt schon gestorben ist. Aber durch meine Großmutter, die viel jünger war als er, und meinen Vater habe ich natürlich sehr viel über ihn erfahren. Mein Vater ist auch hier in Zwettl zur Welt gekommen, in dem Haus, das mein Großvater gekauft hatte. Und er ist sogar in dem Zimmer gestorben, vor 6 Jahren, in dem er geboren wurde. Er war sehr stolz darauf, Zwettler zu sein, und hat die Gelegenheit betont, ich bin ein echter Zwettler, weil er in Zwettl geboren wurde. Ja, Sie werden dann im Laufe des Abends ja noch